Meine Damen und Herren, es ist 8.24 Uhr und ich warte seit 24 Minuten auf den Herrn Riemschneider. Flo, sei doch einfach pünktlich. Maga, du bist zu spät. Das kann nicht sein. Da geht deine Uhr falsch, oder was? Die Uhrzeit kommt. Und jetzt auch noch dreckig lügen. Verdammt. Sag mal. Ja, nee, mach die auf. Ich war ganz aufgeregt, dass die Kamera alle wieder aufgehalten wird. Herzlich willkommen in Berlin. Die Hamburger sind da. Ja, wir sind angekommen in Berlin. Wir stehen jetzt gerade vor dem Big Zones Store. Da gehen wir gleich mal rein und sagen die Verrückten dann Hallo. Ja, richtig geiles Wetter heute. Was steht so ein bisschen an? Wir fahren heute noch ins Skullgym, machen mal ein kleines Trainingsvideo. Und nachher geht es noch richtig lecker essen. Wo geht's nachher hin? Ich will ins Goldies. Ins Goldies. Ich habe noch nie was von gehört. Mike hat mir nur kurz was gezeigt. Yes. Gibt auf jeden Fall ein bisschen was Dreckiges. Haben wir uns nachher natürlich verdient nach dem Training. Und ja, wir zeigen euch gleich mal ein bisschen den Store. Mikey filmt gleich mal ein bisschen durch und wir hören uns. Sag mal, was ist das für ein Wetter hier? Ja, eine kleine Ausbeute aus dem Big Zone Store habe ich gerade mitgenommen. Mein monatliches ja, Supplement-Paket quasi live abgeholt aus dem Store. Normalerweise bestelle ich meine Ware immer, aber da ich mit Mikey sowieso geplant hatte, nach Berlin zu fahren, habe ich mir gedacht, die Versandkosten können wir uns auch sparen. Ne? Die Sachen nehmen wir einfach mal direkt aus dem Store hier mit. Ja, jetzt fahren wir gleich ins Goldschirm. Mike war gerade hier, der Iron Mike, mit seiner Freundin Anni. Der hat jetzt geklärt, dass wir da ins Goldschirm rein können, dass wir da ein bisschen drehen können. Also, ja. Mikey läuft mir gleich mit der Cam ein bisschen hinterher. Also, was ich bislang gesehen habe, ist es ein richtig, richtig geiles Studio. Ja, gibt so Geräte, die ich soweit noch, an denen ich noch nie trainiert habe. Geile Plate-Loaded-Geschichten und so weiter und so fort. Ich bin echt gespannt, hab da richtig Bock drauf. Ja, danach gehe ich mich frisch duschen und dann suchen wir uns mal ein bisschen was Leckeres zu essen. Das Goldies, wo wir eigentlich hin wollten, haben wir gesehen, das ist fast noch eine Stunde entfernt, also fast eine Stunde durch Berlin zu juckeln. Vielleicht wird das doch der Döner an der Ecke oder die scharfe Currywurst an der Ecke. Aber ja, gucken wir gleich mal. Auf jeden Fall erstmal ganz lieben Dank an meinen Sponsor Big Zone für die geilen Sachen. Freue mich. Hab mir noch so ein paar geile Cookies mitgenommen. Ne, liebe Grüße an Max. Der postet die immer ganz fleißig aus für einen Cookie-Dealer. Die gibt es jetzt erstmal ja, zwischendurch, wenn ich mal Bock auf ein Sheet habe. Und ja, wir düsen jetzt los. Ich hau mir jetzt gleich mal meinen Booster rein und dann abhaut. Ne? So, meine Damen und Herren, wir stehen jetzt hier vor dem Gold's Gym. Ich bin ganz aufgeregt. Ja, ihr Süßen, so, jetzt sind wir vom Gold Gym in Berlin. Das erste Mal, dass ich hier bin. Das Ding ist gerade ganz frisch neu gebaut. Sieht auf jeden Fall von außen schon richtig beeindruckend aus, finde ich. Guck mal, hier hat man sogar so einen kleinen Outside-Park. Für so ein geiles Training in der Sonne. Kannst du da oben auch noch mal ein bisschen Gas geben. Nö, Maggi? Ja, klar. Nö? So, wollen wir mal reinhüpfen? Wir erstmal die 309 Kilo weg hier am Rudergerät. 309 Kilo, Leute. 309 Kilo ist 309 Kilo.
109. Für die Riemenschneider kein Problem. Hör auf. Also Leute, derjenige, der mir ein Video schickt mit 10 Reps bei 309 Kilo, der kriegt einen Bixon-Gutschein für 500 Euro auf meinen Nacken. Alter, geisteskrankes Wetter. Ja Leute, Training ist vorbei. Ja, danke an Skullchip fürs geile Training. Also auf jeden Fall richtig, richtig, richtig brutales Studio. Ab nach Hamburg mit euch, würde ich sagen. Da melde ich mich aber direkt an. Krasse Geräte, richtig geiler Style der Geräte. Brutal, oder? Heftige Übersetzung der Maschinen. Also wenn man so ein Ding in Hamburg stehen hat, ich sag mal, da kann man seine Training auf jeden Fall nochmal auf ein anderes Level bringen. Ja, wir haben es jetzt ausgetestet. Bin fertig, ich schwitze gerade ganz schön nach. Ich habe noch nichts gegessen heute, außer zwei Äpfel und also zwei Stücken Äpfel und Shake. Jetzt gibt es nochmal einen Shake hinterher und jetzt suchen wir uns mal was Geiles zu essen, glaube ich, ne? So Freunde, jetzt befinden wir uns gerade in dem schönsten Fleckchen Berlins. Hinter uns ist der Gyros Express. Das Ding hat Mike rausgesucht. Das ist ein richtig, richtig geiler Schuppen. Sieht auf jeden Fall schon richtig brutal aus. Dreh dich mal um. Zeig den Zuschauern nochmal, was wir uns ausgesucht haben. Ja, Name ist Programm. Wir gucken mal, was es soll auf jeden Fall richtig lecker sein. Laut, wo hast du es gesehen? Bei Wer will Beef, aber das ist ein anderer Ableger. Ich hoffe, das sind dieselben. Ja, wir hoffen einfach mal, dass es das gleiche ist. Wir probieren mal, falls es nicht schmeckt, düsen wir weiter. Gehen wir rüber zu Shawarma One. Geil, bis später, tschüss. Ja, Leute, das ist jetzt nicht der Gyros Express, an den wir gedacht haben, aber wird schon schmecken. Maike wollte mich mal wieder ganz normal ausführen heute. Komm, wir tasten mal. So, also falls ihr ein bisschen Bock auf Foodbloggen habt und so, sag mal Bescheid. Alles gut. So, dann wollen wir den mal wegfetzen. Ich glaube noch eine Stunde, wenn wir länger durch Berlin fahren, hätte sich nicht gelohnt. Maike hat mich gerade noch überredet, noch ein bisschen weiter zu fordern. Also noch die Pita geht nicht. Ich will irgendwas Frisches. Das habe ich. Kennt ihr Florida Ice? Wer Florida Ice kennt, der weiß auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall eine Anhaltestation in Berlin. Das habe ich gerade mal geguckt, wie weit das weg ist. Und zwar nur 4 Minuten. 700 Meter, das heißt, wir gönnen uns jetzt gleich noch Florida Ice. Ja, da düsen wir jetzt gleich noch mal hin. Gibt es noch mal ein bisschen was Frisches auf den Nacken. Und dann, ja. Ich glaube, dann düsen wir langsam zurück, ne? Jetzt gibt es Eis, es gibt was Kühles. Es gibt quasi ein Kühles. Voll Glück, dass das gerade in der Nähe gewesen ist, ne? 700 Meter nur entfernt gewesen. Richtig geil. Das ist auf jeden Fall eines der geilsten Eiscafés in Berlin. Sieht man schon an der Fülle hier draußen. Ich glaube, der Maggi, der wird gleich richtig begeistert sein von der Denkkugel, Alter. Einmal Brombeere, einmal Heidelbeere und einmal Zitrone, bitte. Boah, da gibt es bei mir ein bisschen was Fruchtiges. Und hier nochmal zwei Kugeln. Auch in so einem, genau. Einmal Marshmallow und einmal Mango, bitte. Ja, ich würde sagen, das ist jetzt der perfekte Moment, um einen wunderschönen Abschluss zu finden, meine lieben Freunde. Danke fürs Zuschauen, ihr Lieben. Wann immer ihr das Video seht, denkt dran, Daumen da lassen, Kommentar da lassen. Wir legen jetzt wieder ein bisschen los. Wir sind wieder zurück, quasi. Ja, ganz geiler Tag in Berlin gewesen. Irgendwie ging das alles relativ zügig heute. Jetzt geht's für uns gleich zurück. Maike ist, glaube ich, auch schon ein bisschen kaputti. Wir müssen noch 3 Stunden Auto fahren. Ich hoffe, wir haben nicht so viel Stau. Ja, das leckere Eis lassen wir uns jetzt noch schmecken. Und dann hören wir uns auf jeden Fall in Hamburg wieder. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen.